Zum dritten Mal stellen wir hier ein Fleischmann-Modell der P6 vor. Nach der analogen Version in den Preußenfarben, der digitalen Soundvariante für die Dreileiterfahrer ebenfalls in den Preußenfarben, folgt hier eine weitere analoge Zweileitermaschine als Ausführung der französischen Nordbahn. Das Vorbild gehörte neben anderen Maschinen zu den Reparationsleistungen, welche die Deutschen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg an Frankreich liefern mussten, und arbeitete deshalb ab den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für die Nordbahn, die Paris mit dem nordwestlichen Frankreich und Belgien verbindet. Auch dieses analoge Modell kostet ohne Digitalrekorder 389 Euro, viel Geld für eine nicht mal besonders große Schlepptendermaschine. Aber es ist dennoch eine Menge Lok für die vielen Euros. Der Detaillierungsgrad ist außerordentlich hoch und Treibräder und Gestänge begeistern durch ihre zierliche Ausführung. Die Kolbenschieberstange, ein wesentliches Vorbildbauteil, schwingt frei beweglich. Die Stangenpuffer an Lok und Tender sind Federn gelagert, die Beleuchtung kommt sogar im Analogbetrieb hell leuchtend daher. Die Lokpufferbohle ist komplett zugerüstet. Nachbildungen von Kolbenstangenschutzrohren, die im Fahrbetrieb störten, liegen für die Aufstellung der Lok in der Vitrine bei. Der Zurüstbeutel enthält darüber hinaus Figuren von Lokführer und Heizer sowie einen Schornstein mit größerem Durchmesser für die Aufnahme eines Dampfeinsatzes. Der werkseitig montierte Schlot kann leicht abgezogen und der neue ebenso easy eingeklipst werden. Die Traktionseigenschaften sind dank der vier Haftreifen auf den Rädern der ersten und letzten Achse des Tenders geradezu überirdisch und ähneln den Werten der beiden bereits vorgestellten P6. Für den Einsatz auf der Anlage hat die Lok somit wahrlich genug Dampf im Kessel, um sowohl mit Güter- als auch mit Personenzügen am Haken voranzukommen. Von einem Mangel, der uns bei der anderen analogen Zweileitermaschine auf unserer Präsentationsdrehscheibe unangenehm aufgefallen war, war bei dem jetzt vorgestellten Modell nichts zu bemerken. Ähnelte seinerzeit das Fahren streckenweise eher einer Zitterpartie, bestand das Vorwärtsrollen bei diesem Modell, wie es sich gehört, aus einem sanften Dahingleiten. Auch die maximale Zoom-Einstellung des Camcorders förderte keine Schwächen zutage. Das Fahrgeräusch erwies sich insgesamt als nervenschonend leise. Insgesamt ein Modell für ungetrübten Spielgenuss, das allerdings sehr behutsam angefasst werden muss. Grobmotorikern sei erhöhte Vorsicht anempfohlen. Fleischmann reiht das Modell in die Bahnepoche 2 ein, das bedeutet die Zeit zwischen 1922 und 1945.